Und damit recht herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation zu einer neuen Folge Train Sim World 2. Wir stehen jetzt hier in Markkleeberg-Gaschwitz und fahren heute auf der Strecke Rapid Transit eine Baureihe 182 mit drei Doppelstockwagen als S-Bahn. Ja, ich bin nicht alleine, mit dabei ist der Hobby. Guten Tag. Und ja, ich würde sagen, steigen wir gleich mal ein. So. Wir haben schon jetzt mehrere Versuche gehabt, das Spiel aufzunehmen. Es ist leider immer was dazwischen gekommen. Also seht uns bitte nach, wenn wir irgendwie ja nicht mehr ganz so frisch sind. Hauptschalter auf vorwärts, das passt. Dann wieder auf 1B zurück. Bremse. Und dann entriegeln wir die Türen. Ja, wir haben auch noch ein HP0. Denn da vorne kommt noch eine S-Bahn. Sieht nach einer S5 oder S6 aus, die in der Realität fährt auf der Strecke und dann weiterfährt runter. Ja. Wurden Licht schon angemacht für den Tunnel? Was hast du gesagt? Licht schon an Ach so, für den nee, Tunnel. Das Licht haben wir noch nicht an für den Tunnel. ja, wir machen erstmal Kennlichter normal. Und vorm Tunnel müssen wir dann unbedingt umstellen auf Kennlichter hell. Ansonsten sehen wir nämlich nicht viel. Aber danke, dass du mich dran erinnerst, Tobi. So, Parkbremse haben wir gelöst. Wir machen das, wovor sich Bio immer grault, an. Die PZB natürlich. Sie fahren natürlich auch noch. Ja, ja. Achso, wir müssen noch unser Ziel einstellen. Wir fahren heute nach Leipzig-Messe. Wir fahren zwar bis Dänisch und Trabant, aber ab Leipzig-Messe als Leerzug. Ja, ansonsten haben wir auch schon Abfahrt. So wie es aussieht. Gucken wir nochmal, ob noch jemand einsteigen möchte. Das sieht nicht so aus. Also machen wir die Türen zu hier. Perfekt, und dann können wir auch schon starten. Zugbeeinflussung. Eine schöne Melodie. Ja, eine sehr schöne Melodie. Deshalb habe ich jetzt eben extra nichts gesagt und habe extra mal ein bisschen langsamer beschleunigt. Weil wir müssen hier Zugbeeinflussung. Eh noch 30 über die Brücke fahren. Und dann kann man auch mal eine schöne Melodie genießen. Zugbeeinflussung. Dann befreien wir uns. Stimmt. Und fahren weiter. Was kann man noch sagen? Wir sind eine Express-S-Bahn. Das bedeutet, wir halten nicht überall und fahren an vielen Stationen durch, denn wir haben so ein bisschen eiliger Hobby, ne? Genau. Ja. Also, steigt bei uns mit ein, holt euch was zum Snacken und genießt die Fahrt mit uns. Und ja, die Taurus geht auch gut ab hier, ne? Das stimmt. Jetzt schon in den
Leerlauf gehen, denn es sollte im Normalfall sogar bis Leipzig-Konnewitz reichen. Vielleicht gehen wir einmal noch mal kurz Schub zwischendurch, aber wir können jetzt erstmal die Fahrt genießen. Natürlich, unser Lieblingsinstrument, die SIFA, muss man natürlich im Auge behalten. Ja, ansonsten natürlich auch die PZB, also auf die Signalstellung achten. Was kann man zur Strecke sagen? Also wir fahren auf der TransimWorld Strecke Rapid Transit. Das ist die Strecke, die als allererstes für TransimWorld aus dem deutschen Kontinent erschienen ist und beinhaltet den Streckenverlauf von Leipzig... SIFA. Ja, SIFA. Beinhaltet den Streckenverlauf von Markkleeberg-Gaschwitz über Leipzig-Konnewitz, den Leipziger City-Tunnel bis nach Dessau. Ja, zwischendurch noch über Delitzsch und Bitterfeld. Und mit enthalten ist, wir haben es eben schon gesehen, ein Talent 2. Und zwar der MDSB 1 Talent 2 mit den grünen Türen und dem S-Bahn-Logo vorne drauf in der dreiteiligen Variante. Ja, der ja bei der S-Bahn Mitteldeutschland, zumindest was die City-Tunnel Leipzig angeht, auf fast allen Linien fährt. Und der ist hier mit enthalten. Wir fahren aktuell eine Taurus mit 3 Doppelstockwagen. Dieses Paket könnt ihr euch mit dazu kaufen. Also ist ein eigenständiges DLC für TransimWorld 2. Und ja, enthält halt wie gesagt die Taurus und 3 Doppelstockwagen. Und die könnt ihr hier mit auf der Strecke als S-Bahn fahren. So, wir müssen aber schon mal wieder bremsen, denn jetzt kommt gleich Leipzig-Konnewitz. Also ihr merkt, es geht alles recht flott hier. So, Leipzig-Konnewitz. Wir müssen links hin regeln, das ist schon richtig so. Und dann machen wir die Türen auf. Ja, was kann man sagen? Wir fahren, wie gesagt, eine Taurus, auch als Baureihe 182 in Deutschland bezeichnet. Hergestellt von Siemens und im Einsatz im Regionalverkehr, im Güterverkehr und auch im Fernverkehr. Hobby? Genau. Also die österreichische Bundesbahn setzt Taurus auch im Fernverkehr ein. Genau. Fährt unter anderem auch in Deutschland, ne Hobby? Das stimmt. Stuttgart, Zürich zum Beispiel. Also die wird in Singen abgekoppelt, weil da die die Schweizer Lok dann angekoppelt wird an die Innercity-Waggons von der Schweiz. Und von Zingen nach Zürich wird eine Schweizer Lok von der SBB nach Zürich weiter. Ja, in Deutschland wird sie eingesetzt auf mehreren Regionalverkehrsstrecken, also zum Beispiel den RE1 von Magdeburg über Potsdam, Berlin und Frankfurt-Oder, teilweise noch weiter bis Cottbus. Auf dem RE1 von Hamburg über Büchen und Schwerin nach Rostock. Da wird sie teilweise eingesetzt. Es gibt auch andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel die Baureihe 120, die damit eingesetzt werden. Ansonsten wird sie noch eingesetzt, zum Beispiel vom Flixtrain, also vor dem privaten Fernzug des Fernbusbetreibers Flixbus. Ansonsten beim Alix wird zum Beispiel die 183, also die Mehrsystemer-Variante, eingesetzt auf der Strecke von München Richtung Hof bzw. Prag bis Regensburg.
wie gesagt, als Mehrsystemer-Variante, also mit anderen Worten, sie ist dafür eingesetzt, dass man auch in anderen Ländern mit anderen Stromsystemen die Brauerei benutzen kann. Ja, auf dem IAE von Berlin nach Hamburg kommt zum Beispiel auch zum Einsatz. Ich habe jetzt mit Sicherheit irgendwas vergessen, irgendeine Linie, aber das sind auf jeden Fall so die Linien, die mir erstmal spontan einfallen. Wir haben das Glück nicht, dass wir die haben. Wir haben halt die österreichische Version, die 1116er. Wo als Fernverkehr funktioniert. Ja, in Österreich ist die 182 ja sehr weit verbreitet. Ja. Ja, so. Ja. Zugbeeinflussung. Jetzt hätte ich fast die Taste. Ja, ich habe mich im ersten Moment ich mich verdrückt gehabt. Taurus ist sehr beliebt bei der Zugfans, habe ich mitgekriegt. Ja, also die Taurus, ich muss sagen, der Anfahrsound ist halt relativ einzigartig, ne? Ja, das stimmt. Das unterscheidet Taurus von den anderen Zügen. Ja, hier kreuzt jetzt nicht, sondern mündet jetzt ein die Strecke der S-Bahnlinien 1, 2 und 3. Wir sind auf der Strecke der S4, 5 und 6 gefahren. Ich rede jetzt vom Fahrplanjahr 2020. Damals fuhr die S2 noch auf dem anderen Ast runter, also die Endpunkte haben sich im Zuge einer Linienreform geändert. Und ja, jetzt sind wir quasi auf der Strecke des City-Tunnels und fahren jetzt einmal durch den City-Tunnel durch, wo die S-Bahnlinien 1 bis 6 alle durchfahren. So, jetzt machen wir das Licht an. Ja. Das Hauptproblem meistens gewesen. Ja, bitte nicht spoilern, Hobby. Also, das war jetzt eben schon mal kritisch, dass das Licht nicht an war, aber gut. Oh, du fährst ein bisschen zu schnell. Ah, ups. Das ist, wenn man sich ein bisschen rollen lässt. Und ich habe gesehen, wir haben jetzt die Armaturbeleuchtung gar nicht an. Muss man gleich noch anmachen. Also ist das der Stammstreckentunnel von Ja, könnte man so nennen. Also bei uns heißt er einfach City-Tunnel. Okay. So. Dann halten wir an. Die Türen sind mal noch vorgewählt und geben auch die Türen frei zum Einstieg. Achso, wir wollten ja die Instrumentbeleuchtung einmal anmachen. Das geht über diesen Teilschalter. Und dann gucken wir mal raus. Ja, also ich sag mal so, von der Gestaltung her, das Hauptelement ist halt, dass wir hier Tageslichteinfall haben, dadurch, dass die Decke an den Treppenaufgängen sehr hoch gehalten ist. Und wir haben hier diese Röhren mit verschiedenen Farben und teilweise auch Lichtröhren. Das ist so das zentrale Element dieser Station. Und in echt, ich weiß nicht, ob es das hier auch so ist, ist das so, das Blaue hier, das ist ein Lichtstreifen. Und wenn die S-Bahn kommt, dann geht der Lichtstreifen in die Richtung, wo die S-Bahn einfährt. Also da sieht man da richtig so einen Lichtstreifen, der hin und her geht die ganze Zeit. Also immer so ein bisschen schwenkt und dann halt zeigt, dass die S-Bahn kommt. Okay, sehr interessant. Ja, also die Gestaltung hier ist sehr modern. Man muss auch dazu sagen, der Tunnel ist ja erst 2013 in Betrieb gegangen. Und insofern ist das alles noch relativ modern und kann sich sehen lassen. Ja. Also vor 7 Jahren. Ja, genau, 7 Jahre ist das jetzt her. Ja, unser Tunnel ist von 78 noch. Ja, also Stuttgart hat schon ein bisschen länger seinen Stammtunnel als Leipzig. Das stimmt. So. Nächste Seite ist ein Wilhelm-Leuschner-Platz. Insgesamt gibt es 4 Tunnelstationen.
und zwischendurch sind immer so 500, 600 Meter circa Abstand. Sodass ich das eigentlich alles relativ gut bewältigen lässt. Ja. Wundert mich, dass sie die Stadtmitte nicht verbunden haben. Naja, es gibt halt nicht so eine Station, die jetzt direkt Stadtmitte bei uns heißt. Aber zum Beispiel kommen wir gleich noch am Markt vorbei. Das ist im Prinzip schon die Stadtmitte. Also. Wir sind gerade dabei, bei uns in Stuttgart den Stammstrecke-Tunnel zu verlängern. Ja, ihr kriegt ja jetzt eine Verlängerung. Und zwar ab dem Hauptbahnhof kommt ja die neue Haltestelle mit Nachtstraße noch, ne? Und dann teilt sich das ja auf, einmal Richtung Bakanstadt, wo du dann ja aus dem Tunnel rauskommst und dann direkt über Neckar fährst, ne? Und ja. Die andere Richtung weiß ich jetzt nicht. Das Feuerbach, Zuffenhausen. Okay. Ja, also Hobby kommt aus Stuttgart, nur kurz zur Information, für alle, die es noch nicht wissen. Deshalb kennt sich Hobby da halt sehr gut aus, ne? Ja, und Phasis kennt sich halt in der Ecke sehr gut aus. Das ist so meine Ecke hier. Ich nenne es mal Mitteldeutschland. Also Sachsen-Anhalt und ja, auch Sachsen und Teile Thürings, würde ich mal sagen. So. Dann können wir auch die Türen gleich zumachen. Normalerweise sind hier auch Monitore angebracht, wo man dann sehen kann, ob alle Türen zu sind und ob man quasi niemanden eingeklemmt hat. Die sind in dem Add-on leider nicht mit umgesetzt. Also, nein, in der Realität müssen sie halt sein, ja. Weil man halt, ja, wenn man in der Innenkurve hält, nicht sehen kann, ob alle Fahrgäste eingestiegen sind. Das stimmt. Ja, bei uns haben sie vor 2 Jahren ein neues Konzept eingeführt. Da stehen jede dritte Tür steht halt und so ein Typ da, wo die erstmal abfahren, sondern die Tür blockiert quasi den Mitarbeiter. Ja, das liegt daran, weil die 423er und die 430er, die ja bei euch eingesetzt werden, die haben ja, so ein Türsystem, dass die halt dauernd aufgehen, wenn noch jemand in der Tür steht. Bei uns ist es so, wenn der Lokführer, der verriegelt meistens die Tür ein bisschen eher und dann geht schon mal alle Lichtschranken, also geht schon mal alle Türen zu, die quasi gerade nicht für den Fahrgastgebrauch aktiv sind. Und die Trittstufen werden auch schon eingefahren von den Türen. Und wenn die Fahrgäste aus den anderen Türen halt raus sind, dann geht die Tür auch direkt zu. Und dann hast du halt keine Chance mehr, ne? Weil der Lokführer dann halt nicht mehr guckt. Nein. Ja, eine Lichtschranke, wo halt irgendwie wieder aufgeben, Hindernis. Ja, also wir haben jetzt hier generell halt bei der S-Bahn Mitteldeutschland nicht so das Problem, dass dauernd die Lichtschranke blockiert wird. Kommt mal vielleicht noch einer angelaufen, der noch schnell mit rein möchte, okay, aber es ist kein Dauerproblem bei uns. Das ist anscheinend bei uns sehr oft, darum haben wir auch sehr oft Verspätungen, weil die immer einer kommt, dann kommt wieder einer, dann kommt nochmal einer. Da haben halt die gedacht, da tun wir die Tür quasi überwachen und lassen wir halt keine mehr durch, so wie Türsteher. Ja, was kann man hierzu sagen? Also das ist der Bahnhof Leipzig Markt. Es ist der am tiefsten gelegene, direkt halt unter dem Markt und ja, Hobby, sagt man liebevoll, hier wäre Holz, ne? Ja, man denkt immer, da ist der Stall ausgegangen, dann haben wir Holz weiterverwendet. Also es sind, in echt sind es Terrakotta-Platten, die hier verbaut worden sind. Haben sie gut umgesetzt, dass es optisch nach Holz aussieht? Ich meine, Holz selber ist, denke ich mal, logisch, kann nicht verbaut werden, weil der Brandschutz halt das nicht zulässt, ne? Genau, das stimmt. Wo sieht sehr interessant aus und auch sehr hübsch aus, als so optisch holzmäßig aussieht. Die nächste Haltestelle ist dann auch schon Leipzig Hauptbahnhof, das ist dann schon der letzte Tunnelbahnhof. Ja. Welchen Bahnhof magst du am meisten von den Tunnelstationen, Hobby? Also,
Turmokrate waren, glaube ich, ja, war der Leipzig-Markt. Ja, das ist schon eine schöne Tunnelstation. Ja, das sieht am interessanten aus, finde ich. Also ich mag den Wilhelm-Leuschner-Platz ehrlich gesagt am meisten, weil dieses große Licht mit Hilfe dieser Platten, das finde ich, ist einfach schön. Naja, ich finde der Hauptbahnhof tief sieht eher so schlicht aus. Ja, das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, beim Hauptbahnhof ist ja eigentlich der einzige Bahnhof, der nicht so eine hallenartige Konstruktion hat. Das liegt daran, weil hier drüber ist der sogenannte Promenadenbahnhof Leipzig. Also es sind ganz, ganz viele Geschäfte, die sich auf zwei Etagen unter der Erde gliedern. Und ja, deshalb konnte der halt nicht so hoch gebaut werden hier. Bahnhof. Ja, weil dann wäre da nicht mehr stabil genug quasi. Ja, beziehungsweise der Platz ist einfach schon benutzt, ne? Wir haben hier auch eine sehr, sehr lange Haltestelle, also wenn ich jetzt mal nach hinten gucke, man sieht ja, hinter meinem letzten Wagen geht es doch deutlich weiter. Das liegt daran, im Notfall können an dieser Station auch ICEs halten, tatsächlich. Denn wenn mal irgendwie eine Streckensperrung oder so ist und Fernzüge umgeleitet werden sollen, dann könnten die theoretisch auch hier halten in dem Bahnhof. Das hat man damit eingeplant damals beim Bau. Okay, ist das schon mal passiert? Ja, ist, denke ich mal, schon mal passiert, ist aber selten. Was eher war, das war zum zu irgendeinem Weihnachtsmarkt, glaube ich. Da kamen dann Züge aus anderen Teilen Deutschlands, zum Beispiel von der Westfalenbahn. Und die haben dann hier auch gehalten. Und die sind teilweise länger gewesen und für die war das natürlich dann hier ideal, diese Station. Also das kommt eher vor. Das? Achso, das sieht auch nicht schlecht aus. Also, ich glaube, bei uns sind, ich habe nie einen Zug bei uns im Stammtunnel gesehen. Zugbeeinflussung. Nur einmal passiert, dass ein Zug sich irgendwie verfahren hat, ist dann Stammtunnel runtergefahren. Und es ist hier andersrum, mit der mal, das ist ja öfter blockiert, warum auch immer, dann fahren die S-Bahnen alle oben an. Naja, das ist auch, wenn der City-Tunnel zu ist, dann fahren die S-Bahnen auch alle oben ab. Ah, okay. Ja, ich finde, das Konzept war bestimmt eine sehr gute Idee, den zu bauen. Ja, man muss dazu sagen, durch den Bau sind halt vier Nahverkehrsgleise weggefallen, oben im Kopfbahnhof. Und dafür hat man aber dann halt diese Tunnelstation hier bekommen. Ja, und dafür mussten sie ihren Titel halt abgeben als der größte Kopfbahnhof Deutschlands. Ja, den sind wir leider nicht mehr, aber ich denke mal, können wir mitleben. Ja, die Frankfurter haben sich bedankt, dass sie den bekommen haben. Dafür hat man ja hier... So, ist halt gut, wenn man zweifelsfrei auch hier reinfahren kannst, Notfall da rauskommst. Zugbeeinflussung. Dann kann man wieder beschleunigen auf 80. Ja, ich schätze mal, nicht jede Stadt möchte halt den Kopfbahnhof umbauen lassen als Durchgangbahn. Der Kopfbahnhof hat auch seinen Charme. Ja, Kopfbahnhof hat auch seinen, das stimmt, seine Vorteile. Ihr macht den nun komplett in Stuttgart. Komplett Umbau. Ja. Wir haben halt gedacht, 100 Jahre alter Bahnhof ist zu alt, da brauchen wir wieder einen frischen. Wo ich sehr schade finde, weil ich finde den alten immer noch sehr elegant und sehr schön. Allein an die 53 Kreuzung weiß ich, was wir dann haben noch. Ja, ich denke mal generell das Projekt Stuttgart 21 ist ein Thema, wo man sehr, sehr viel drüber diskutieren kann. Wie sinnvoll sowas ist, beziehungsweise ja, ob das den Aufwand rechtfertigt. Also ich bin ganz ehrlich, ich war, also bin immer noch dagegen das Projekt, aber es wird ja nicht immer nach mir gefragt.
Ja, so, hier geht jetzt die Strecke Richtung Eilenburg, beziehungsweise Richtung Hoyerswerda, als S4 weiter ab, über Leipzig-Taucher. Da fährt, ja, wie gesagt, die S4 lang und auch der RE nach Cottbus. Ach so. Oh Gott. Also, von heute fährt, schätze ich mal, kein Taurus mehr. Als Nein, S-Bahn. Also, das kann ich auch nochmal erklären. Die Taurus, das war im Prinzip ein Ersatzzüge, denn als das S-Bahn-Netz 2013 an den Start ging, da war nur das mitteldeutsche S-Bahn-Netz 1 vergeben und das mitteldeutsche S-Bahn-Netz 2 hatte noch Altfahrzeuge, beziehungsweise dieses Netz gab es so in dem Sinne noch nicht. Und man hatte halt nicht die Zeit, die Talent 2 Züge so schnell zu beschaffen, dass alle Linien versorgt sind. Und deshalb hat man auf den RE- bzw. RB-Linien die alten Wagen gelassen und hat auf diesem Zug, bzw. auf der S2 damals und der RB42, also weiter ab bis nach Magdeburg, hat man damals die Taurus-Lokomotiven mit 3 Doppelstockwagen eingesetzt. Das war quasi der Ersatzzug. Ach so, ja. Ja, Ersatzzüge sehe ich immer wieder. Ist gut besser, als wenn man Verspätungen oder keine Züge hat. Ja, ich denke auch, Ersatzzüge sind immer besser als gar nichts. Das stimmt. So. Nächster Halt ist dann Leipzig-Messe. Das ist auch ein sehr langer Bahnhof, denn hier könnten theoretisch auch Fernzüge halten. Bin ich sicher? Nee. Da hätte ich keine Intercity 2. Nee, Leipzig-Messe regulär nicht. Wenn Buchmesse ist, teilweise ja. Aber sonst nicht. Also, ja, mal bei am Flughafen von Leipzig-Halle, wo der Angarten hat. Da fahren wir allerdings nicht lang. Zum Flughafen müsste man jetzt den Bahnsteig wechseln einmal. So, kommen wir noch ein Stückchen vor. Dann ist Train Simple 2 auch zufrieden. Ja, ich verwechsel es ja immer, weil wir haben ja Flughafenmesse ja in einem Stand. Ja, wir haben es noch erfunden. Wir haben Leipzig-Messe, dann haben wir Leipzig-Halle Flughafen und dann haben wir Halle-Messe noch. Okay. Wo ist es noch komplizierter? Ja, hier in Leipzig-Messe wendet dann die S6 planmäßig, die endet hier. Also sie fährt hier auf dem Bahnsteig und geht dann quasi in die Abstellung da hinten einmal rein und fährt dann wieder hier raus auf dem anderen Bahnsteig und fährt dann weiter Richtung Borna bzw. Geithain. Gehen wir mal hier hin. Auf diesem Bahnsteig fahren erstmal alle Züge durch Richtung Halle. Also alle Fernzüge und die S5X bzw. S5. Die S3 fährt über Schreuditz. Die andere Strecke nach Halle, aber ansonsten fährt halt alles hier nach Halle durch, beziehungsweise auch die Züge, die auf die VDE8 Strecke Richtung Erfurt wollen, von Leipzig aus, die fahren ja auch lang. So, gucken wir einmal auf der anderen Seite wieder, passt. Passt auch, kommen zu. Denn wir haben jetzt einen leeren Zug und fahren jetzt als Leerzug weiter bis nach Delitzsch. Unterer Bahnhof. Deshalb würde ich sagen, geben wir Stoff, ne? Ja. Dass wir hier möglichst schnell Feierabend machen können heute. Das stimmt. Ja, wenn man sich hier nicht auskennt, denkt man immer, der unterste Bahnhof wäre unten, aber das heißt, der ist unterirdisch. Nee, unterer Bahnhof, das kann ich nachher noch erklären, am besten, wenn wir in den Strecken sind. Jetzt gewinnt die Strecke Richtung Halle bzw. zum Flughafen an Höhe und wird uns gleich überqueren. Okay. Ja. Jetzt sind wir unter der Strecke durchgefahren und hier ist die Autobahn 14, die von Dresden nach Magdeburg und später auch mal weiter hoch Richtung Schwerin und Wismar verlaufen soll. Die hat uns das überquert. Und die Autobahn, die geht auch wirklich kilometerlang parallel zu der Strecke bis Flughafen.
bis kurz in den Flughafen. Und ja, okay, das sieht immer lustig aus, wenn man dann in der S-Bahn sitzt, die mit 160 fährt und dann, ja, die Autos überholt. Beziehungsweise manche Autos, die kommen halt mit und manche Autos halt nicht. Ja. Joa. Ja, was wolltest du sagen? Ja. In der Regel ist es selten, dass eine Doppelstock oder Tosto als S-Bahn den Nummer. Ja, ist sehr selten in Deutschland, das stimmt. In Deutschland bei der S-Bahn Dresden regulär auf allen drei Linien und bei der S-Bahn Mittelelbe, also Raum Magdeburg, teilweise, wenn ein 425 zur Hauptuntersuchung ist oder zu wenig 425 generell halt zur Verfügung stehen, dann wird auch meistens ein Umlauf mit einer Doppelstockwagengarnitur ersetzt. So, wenn die Rhein-Neckar ihre neuen Züge bekommen oder haben teilweise, dann könnt ihr ja die 425er bekommen. Das weiß ich nicht, ob wir die bekommen. Kann sein. Ich meine, die S-Bahn Hannover gibt ja auch 425er ab, beziehungsweise 424er. Und ja, könnte natürlich sein, aber wissen kann das keiner. Ich weiß nicht genau, aber ich habe das Gefühl, dass die Lanzen aus der Mode kommen. Ja, das Problem bei den 425ern ist ja, dass sie dadurch, dass sie diese Stufe haben direkt an der Tür, sind sie jetzt nicht wirklich barrierefrei. Du hast ja dann einmal, also bei einem modernen Bahnsteig ist es so, dass du ja große Lücke hast, weil der 425er so aufgebaut ist, der hat, dass man quasi an tiefen Bahnsteig besser einsteigen kann und dann eine Stufe macht und dann im normalen Teil ist. Dafür haben wir ja die Schwester davon, die 423. Ja, bei der ist das jetzt zum Beispiel nicht so. Und dann die andere Kollege 430, da fährt er immer eine extra Stufe hin und her raus. Dass man halt die Lücke hat zwischen Bahnsteig und S-Bahn nicht mehr hat. Also eine Sicherheitsstufe. Ich fand es ja lustig, der Prototyp davon, der hat eben einen Fehler gehabt. Da ist immer die Stufe dann rausgefahren an der Bahnsteig zu niedrig war, da hat man eher so ein Sprungbrett gehabt. Okay. Da mussten sie wie den Berg eingeliefert werden und haben sie mit dem Fehler behoben dann. Ja, das ist halt immer bei Prototypenfahrzeugen. So, da muss dann halt immer im laufenden Betrieb geguckt werden, ne? Ja, weil sonst wäre Rollstuhlfahrer oder ältere Herren oder Damen da nicht mal einsteigen können, wenn man ein langes Sprungbrett hast. Ja. Ansonsten, was kann man zu Dostos sagen? Ja gut, sie haben, in dem Fall sind es die Dostos, die halt einen Tiefeinstieg bei 55 cm haben, ne? Ja. Es gibt ja auch noch die Dostos mit den breiteren Türen und den etwas höheren Einstieg, wo man dann auch so eine schöne Stufe machen darf, ne? Ja, aber die haben wir Sachsen halt nicht zum Beispiel. Warum halt, da haben nur ein paar, wo halt den tiefen Eintritt noch haben. Mhm. Wo eher für den Damen für den Tiefbahnsteig eher geeignet sind als für den Hochbahnsteig. Also ich glaube bis 1 Meter können Bahnsteige hoch sein. Ja genau, also man hat ja, sagen wir mal so, halt 38 cm sind so meistens so die ungefähr die alten Bahnsteige, die erhöht werden müssen. Und dann hat man einmal natürlich 55 cm, was verbaut wird, und 76 cm. Da gibt es ja auch eine Diskussion. Es wurden viele Bahnsteige mit 55 cm gebaut und jetzt sagt das Eisenbundesamt, die müssen aber alle 76 cm sein. Da gibt es auch eine sehr große Diskussion drüber, wie man damit jetzt umgeht. Ja. Und dann hat man natürlich Zugbeeinflussung. Und dann hat man natürlich die 76 cm Bahnsteige, die halt für Fernzüge zum Beispiel gut passen. Was man auch noch hat, sind bei S-Bahnen meistens 1 Meter Bahnsteig. Ja, das stimmt.
finde halt schade, dass die N-Wagen auch langsam ausgemustert werden. Ja, Hamster und Co. tun halt die ganzen N-Wagen und Tosto irgendwie ausmustern. Ja, also die Hamster bzw. Baureihe 442, teilweise auch anders bezeichnet, genau, oder auch Talent 2 genannt, die tun halt wirklich die ganzen älteren Fahrzeuge ersetzen. So. Ja, wir sind ja die Hofburg der Hamster und Platz 2 oder 3. FIFA, FIFA. FIFA, ganz am Ende möchte sie auch nochmal mitspielen. Ja, achso, wir müssen die Tür ja gar nicht aufmachen. Gute Arbeit, diese Aufgabe werde erledigt. Das klingt doch gut. Achso, dann rüsten wir einmal den Zug ab. Hauptschalter auf aus. Nein, ich habe rückwärts auf aus. Parkbremse müssen wir auf anstellen. Dann würde ich sagen, ziehen wir die Bremse nochmal an. Legen die direkte Bremse an. Machen die Instrumentenbeleuchtung aus. Leselicht kann ausbleiben. Beleuchtung Hauptschalter würde ich auf... Nein, nicht auf ein, auf ausmachen. So, das passt alles soweit. Ja, Stromabnehmer lassen wir rum. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend hier, ne? Achso, warte mal. Beziehungsweise... Ne, das kann ich auch draußen zeigen. Geht erstmal raus. Ja. So. Nee, das kann ich draußen nicht zeigen. Dann erkläre ich es. Und zwar kam mir die Frage auf, warum heißt es denn Delitzsch unterer Bahnhof, ne? Wir haben ja einmal diesen Bahnhof. Das ist die Strecke von Leipzig nach Bitterfeld. Und dann haben wir einmal die Strecke von Halle nach Eilenburg, dieses hier Delitzsch kreuzen. Und wer vorhin gut aufgepasst hat, da kam vorhin eine Brücke. Sieht man da hinten vielleicht noch, wenn ich jetzt mal ansuche. Und diese Brücke, das ist die Bahnstrecke von Halle nach Eilenburg. Und ein Stückchen weiter jetzt westlich ist dann ein Bahnhof, der ein Stückchen höher liegt. Und der wird dann Delitzsch Oberer Bahnhof genannt. Und dadurch, dass der Abstand zwischen den beiden Bahnhöfen ein bisschen ist, also man läuft quasi so 10, 15 Minuten, würde ich mal sagen, sind es halt zwei verschiedene Bahnhöfe und deshalb hat man halt Delitzsch unterer Bahnhof und Delitzsch oberer Bahnhof. Achso, man hätte auch Westen Ost nennen können. So ja, hätte man auch so nennen können, aber in dem Fall für die Entscheidung halt auf diese Bezeichnung. Ja, also nicht alles, was unten heißt, ist automatisch auch unten. Aber ich würde sagen, wir haben unsere Aufgabe gut erledigt, ne? Keine Zwangspunkte bekommen, also wenn ihr Zwangspunkte haben wollt, müsst ihr woanders vorbeischauen, ne? Wisst ihr Bescheid. Dann müsst ihr zum Kollegen gehen. Ja, also das war's mit unserer Folge. Danke, dass ihr damit dabei wart, danke, dass ihr mit eingeschaltet habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.